Obwohl Pickups hierzulande mit etwa 25.000 Neuzulassungen pro Jahr eher ein Nischendasein fristen, haben sie doch unter Handwerkern und Geländegängern ihre Fans. Ford reitet vor und holt den Kult-Pickup F-150 nach Deutschland. Auch VW möbelt seine Pritsche auf und aus China kommt sogar ein Elektro-Pickup. Wie das aussieht und welche Alternativen es in Deutschland gibt, erfahrt ihr jetzt und hier bei Die 7. Auto Nummer 1. Ford F-150 und Ford Ranger. Mit dem F-150 holt Ford eine amerikanische Ikone nach Deutschland. Der Kult-Pickup wird zum Start in drei Modellvarianten bei ausgewählten Ford-Händlern verfügbar sein. Den luxuriösen Lariat als Basismodell gibt es mit 5 Liter V8 und 400 PS. Im Limited kommt ein V6-Benziner mit elektrischer Unterstützung als Hybrid mit 430 PS zum Einsatz. Und als Sahnehäubchen gibt es den 456 PS starken Offroad-Spezialisten Raptor mit 3,5 Liter V6 Biturbo. Der F-150 kostet ab 97.000 Euro aufwärts. Zusätzlich hat Ford ein weiteres Steckenpferd im Stall. Der Ford Ranger war 2022 der meistverkaufte Pickup in Deutschland. Den Alleskönner gibt es mit Einzel-, Extra- oder Doppelkabine. Dazu unterschiedlich starke Dieselmotoren mit 170 bis 240 PS. Als Doppelkabine mit 4 Türen nimmt es der Ranger mit bis zu 1 Tonne Zuladung auf und zieht 3,5 Tonnen Anhängelast. Das Topmodell Raptor bietet ein stärkeres Fahrgestell, mehr Bodenfreiheit und Watttiefe sowie permanenten Allradantrieb. Beflügelt wird er seit der vierten Generation von einem kraftvollen 3 Liter V6 Benziner mit Doppelturbo und 292 PS. Dazu eine 10-Stufen-Automatik. 7 unterschiedliche Fahrprogramme mit Geländeuntersetzung und Sperrdifferential an der Vorder- und Hinterachse machen den Raptor zum Klettertalent im Gelände. Die Preise für den Ranger starten bei 40.210 Euro. Für den Raptor mit 3 Liter V6 werden stolze 80.000 Euro fällig. Auto Nummer 2. Bei VW fuhr der Amarok ganze 12 Jahre hinweg durchs Modellprogramm, bis die Produktion für den europäischen Markt im Frühjahr 2020 eingestellt wurde. Keine 2 Jahre später präsentiert VW die zweite Serie. Infolge einer Zusammenarbeit mit Ford teilt sich der Amarok jetzt die technische Basis mit dem Ranger, trägt aber ein eigenes Design. Ebenfalls mit zweitüriger Einzelkabine oder viertüriger Doppelkabine verfügbar, gibt es 3 Antriebsarten. Grundmotorisierung ist der 2 Liter TDI Single Turbo mit 170 PS und Handschaltung. Darüber rangiert der Biturbo Vierzylinder mit 204 PS, wahlweise mit Schalt- oder Automatikgetriebe. Und in der Top-Version kommt ein 3 Liter V6 Diesel mit 241 PS zum Einsatz. Mit einem Längenzuwachs um rund 10 cm auf insgesamt 5,35 m übertrifft der neue Amarok seinen Vorgänger. Gleiches gilt für die Geländewerte. Zuladung bis 1,16 Tonnen möglich plus 3,5 Tonnen im Schlepptau für alle Automatikschalter. Preislich positioniert sich VW deutlich oberhalb des Plattformkollegen Ford Ranger. Für den Edel-Pickup im Topmodell werden etwa 70.000 Euro fällig, das Amarok-Basismodell beginnt bei etwa 47.000. Auto Nummer 3. Seit nunmehr 8 Generationen ist der Toyota Hilux der Pickup weltweit. 1968 startete die Produktion. Seit 2015 befindet sich der Hilux bei uns im aktuellen Modellzyklus und stützt sich auf einen zuverlässigen 2,4 Liter Diesel mit 150 PS. Zur großen Freude der Fans kam für die Doppel- und Anderthalbkabiner 2020 ein kräftigerer 2,8 Liter Turbodiesel dazu. 204 PS und bärige 500 Newtonmeter Drehmoment genehmigen die Toyota-Techniker dem 2,8er. Dazu eine 6-Stufen-Wandlerautomatik. Insgesamt kann der Hilux nicht nur bis zu 1 Tonne Material auf seiner offenen Ladefläche transportieren, sondern auch bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Mit Allradantrieb, Leiterrahmen und verschränkbaren Achsen ist er bestens für die Arbeit auf Sand, Schlamm oder Geröll ausgerüstet. Und auch durchs Wasser macht der Hilux mit einer Watttiefe von 70 cm keine schlechte Figur.
Das alles zu vernünftigen Preisen. Die Basisversion mit kleinem Diesel und Einzelkabine gibt es ab 29.000 Euro. Auto Nummer 4. Nach dem Ausstieg von Nissan und Mitsubishi ist Isuzu neben Toyota der letzte Anbieter von japanischen Pickups in Deutschland. Der robuste D-Max zeichnet sich durch ein variantenreiches Angebot mit drei verschiedenen Kabinenversionen aus. Für das Modelljahr 2023 wurde die Optik leicht modernisiert. Angetrieben wird die Zugmaschine von einem Einheitsmotor. Ein 1,9 Liter Vierzylinder-Diesel bringt es auf eine Leistung von 163 PS. Damit schleppt der 2-Tonner bis zu 995 Kilo mit sich und 3,5 Tonnen hinter sich. Mit manuell zuschaltbarer Vorderachse, Untersetzungsgetriebe und sperrbarem Hinterachsdifferential eignet sich der D-Max ebenso als Offroader. Ein klassisches Arbeitstier, das Isuzu Deutschland aktuell als Einzelkabiner mit Hinterradantrieb ab 32.850 Euro anbietet. Auto Nummer 5. Bleiben wir auf dem asiatischen Kontinent und schauen zu den Nachbarn nach Südkorea. Mit dem SsangYong Musso schicken uns die Koreaner einen geländetauglichen Leiterrahmen-Pickup. Zugegeben, nicht allzu bekannt bei uns. Unter der Haube arbeitet ein 2,2 Liter Diesel mit 202 PS. Dazu gibt es 441 Newtonmeter Drehmoment. Und für schwierige Grip-Verhältnisse noch zwei zuschaltbare Allrad-Modi sowie ein Untersetzungsmodus. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Der normale Musso misst rund 5,9 Meter und zieht 3 Tonnen. Mit Handschaltung sind es 2,8 Tonnen. Der Musso Grand mit 31 cm längerer Ladefläche, Blattfedern hinten und 6 Stufen Wandlerautomatik darf 3,5 Tonnen ziehen. Handgeschaltet dann nur noch 2,6 Tonnen. 5 Sitzplätze sind in beiden Versionen vorhanden. Der Einstiegspreis für den normalen Musso liegt bei knapp 33.500 Euro. Günstiger geht es kaum. Für die Top-Version Blackline müssen fast 48.000 Euro daran glauben. Ebenso viel kostet der Musso Grand mit Automatik und großer Anhängelast. Auto Nummer 6. Wir ziehen weiter nach China. Ein Pionier auf seinem Gebiet will der Maxus T90 EV sein. Mit ihm liefert der chinesische Autobauer Maxus den ersten elektrisch angetriebenen Pickup auf dem europäischen Markt. Eine Elektromaschine sorgt für 177 PS Leistung. An einer Schnellladestation wird das Batteriepaket im Unterboden in rund 45 Minuten geladen. Alternativ lässt sich der 5,37 Meter lange Pickup an der Wallbox anschließen und dreiphasig laden. Auf einen Allradantrieb müssen Kunden beim T90 EV bislang verzichten, gibt es die Elektropritsche nur mit Heckantrieb. Eine 4x4-Variante soll 2024 folgen. Und auch in Sachen Nutzlast hat der Stromer einen kleinen Nachteil gegenüber der Verbrennerkonkurrenz. Zugeladen werden darf immerhin fast eine Tonne, doch nur eine weitere Tonne kann an den Haken. Der Kleinlaster mit Stromantrieb kostet gut 65.000 Euro. Auto Nummer 7. Schließen wir den Kreis da, wo wir angefangen haben, bei den Amerikanern. Wer einen ebenso kompetenten wie authentischen US-Pickup sucht, kommt am Ram 1500 kaum vorbei. Bei einer Länge von knapp 6 Metern, einer Breite von gut 2,20 Metern, ist der Truck eine überaus gewaltige Erscheinung. Gewaltig ist auch der Motor im Topmodell. Unter der Haube des sogenannten T-Rex brodelt ein 6,2 Liter Hemi V8 Motor, der es mittels Kompressoraufladung auf etwas über 700 PS bringt. Darunter gibt es die Wahl zwischen einem V8 mit 400 PS und einem V6 Motor mit 300 PS. Flüsse durchkreuzt der Widder mit einer Watttiefe von bis zu 80 cm und Anhänger nimmt er bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen an seinen Haken. Die Zuladung liegt bei maximal 594 Kilo. Über den AEC, Europas größten offiziellen Vertriebspartner für Ram-Fahrzeuge, ist der Ram 1500 zu Preisen ab 59.000 Euro erhältlich. Das waren 7 Pickup-Modelle, die es in Deutschland noch gibt, bei Die 7. Welche Pritsche gefällt euch am besten? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von Die 7 und Automotor und Sport sehen wollt und euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da.